So, Download abgeschlossen. Ist ja total einfach. Ja, habe ich mal eben eine Versicherungs-App runtergeladen und jetzt habe ich sämtliche Versicherungen hier drauf. Ist ja total easy, da ist überhaupt nichts dabei. Ja, von wegen Pustekuchen. Eine Sache ist ganz wichtig, die sagt euch am Anfang keiner, wenn ihr diesen Download startet. Die ist aber elementar. Die solltet ihr auf jeden Fall wissen. Bleibt dran, ich erzähle es euch direkt nach meinem Intro. Ich grüße euch erstmal zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Dennis Juraschuk. Das ist mein Versicherungskanal. Ja, und wer mir folgen will, macht das am besten, indem ihr die Glocke abonniert. Ich würde mich riesig freuen und ihr kommt einfach mit auf die Versicherungsreise. Ja, dieses Teil hier, sind wir noch mal ganz ehrlich, das braucht wirklich kein Mensch mehr. Vielleicht noch mein Vater. Aber der hat auch kein Handy, der packt das Teil nicht mehr an, der braucht was zum Nachschlagen. Ansonsten sieht das auch bei mir relativ furchtbar und viel zu fett aus. Und ich sag mal so, das ist doch eigentlich Schnee von gestern. Deswegen, ich bin definitiv ein Riesenfan davon, das Ganze in einer App zu haben. Ich biete das meinen Kunden auch an, schon seit Jahren und bin ein Riesenfan davon. Das Ganze ist natürlich modern, das Ganze ist dynamisch und man hat jederzeit die Möglichkeit, 24/7 Zugriff auf seine Versicherung zu haben. Das kann auch dann gerade hilfreich sein, wenn man mal gerade beim Steuerberater sitzt oder aber im Freundeskreis, es kommt eine Frage auf, dann kann man mal eben kurz nachschlagen und hat das super übersichtlich dargestellt. Die Kommunikation läuft teilweise schon über meine Kunden-App. Das bedeutet, man kann sein Konto ändern, dann geht das automatisch an die Versicherer weiter, man kann Schäden melden, man kriegt automatisch Angebote eingestellt. Bei mir ist das so im Bereich Privathaftpflicht, melde ich mich einmal automatisch im Jahr und sage, hey, ich habe da eventuell was Neues, möchtest du das annehmen, ja oder nein? Wenn es dann immer noch Rückfragen gibt, bin ich natürlich über sämtliche Kanäle erreichbar. Der Kunde kann auch selber mal rechnen, wenn er sagt, okay, ich kriege dich jetzt gerade nicht, aber ich will unbedingt den E-Scooter anlegen, dann ist das über so eine App überhaupt kein Problem. Also, es spricht alles für diese Modernisierungsform. Super geil, aber eine Sache, über die müssen wir definitiv noch reden, bevor ihr das Ganze in eurem Play Store oder in eurem App Store downloadet. Wenn du dir nun eine solche Versicherungs-App von einem der zahlreichen Anbieter im Internet runtergeladen hast, ich will jetzt bewusst keinen Namen in den Mund nehmen, aber ihr kennt sie alle, dann hast du sicherlich das Ziel, dass deine Versicherungen nun übersichtlich und digital dargestellt werden. Und ich denke, das wird auch jede dieser Apps können. Meine kann es definitiv und auch noch viel mehr. Aber auch das wird deren Daseinsberechtigung sein. Dann endet das Ganze aber nicht für dich hier an dieser Stelle. Du wirst dann auch noch eine Vereinbarung eingehen. Und das ist auch erstmal völlig okay, weil diese App, wo die Firma natürlich hintersteckt, ist ähnlich wie ich ein Versicherungsmakler. Und dann gibt es eine Vereinbarung zwischen dir als Kunde und dieser App als Versicherungsmakler. Nämlich fortan werden diese Verträge, die du hast, auf den Makler übertragen. Und die Betreuung läuft dann auch über den Makler bzw. über diese App. Das ist auch völlig okay. Das heißt, dort muss sichergestellt sein, dass du auch eine Betreuung bekommst, egal in welcher Form, telefonisch oder auch teilweise schon voll elektronisch. Und der neue Makler kriegt dafür auch eine Provision. Auch absolut okay. Viele wissen halt nur nicht, dass sie ihre bisherige Betreuung verlassen. Und vielleicht bist du ja auch bisher super zufrieden gewesen mit deinem Vermittler oder deinem Makler und weißt davon gar nichts, ne? Klickst einfach mal auf solche App, denkst dir nichts Böses, aber du musst wissen, die Zusammenarbeit mit deinem bisherigen Betreuer endet hier. Und das ist die Frage, ob du das wirklich willst. Wenn ja, spricht auch nichts gegen eine solche App. Aber Tipp an der Stelle, vielleicht hat dein Makler selbst eine solche App im Hintergrund. Ich habe das bereits seit 4 Jahren. Meine Kunden nutzen die zum großen Teil und sind wirklich begeistert. So kann ich also beides anbieten. Die Beratung vorneweg mithilfe dieser App. Und ich denke, das ist schon ein ziemlich gutes Zusammenspiel. Und ich bin nicht der Einzige auf dem Planeten, der das so machen kann. Ich weiß, dass unterschiedlichste Anbieter
auch eine solche App für Makler im Rücken haben. Das kann man sich alleine gar nicht leisten. Da ist ein Riesenservice hinter und es wird ständig weiterentwickelt. Und meines Erachtens, wie gesagt, ein perfektes Zusammenspiel. Das wollte ich euch nur mal kurz gesagt haben, weil wenn ihr zum Beispiel auch zu so einem Fintech dann wechselt, seid euch bewusst, die dürfen euch dann auch ständig werben, anschreiben und sicherlich auch mal kontaktieren. Also ganz so anonym ist es dann am Ende des Tages auch nicht. Ja? Ich will es nicht schlecht gemacht haben, ich will nur, dass ihr das Ganze wisst, weil ich glaube, das steht eher hinten oder eher im Kleingedruckten. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ich habe auch eine solche Simpler App, heißt sie. Schreibt mich einfach an, ich packe hier unten nochmal meine E-Mail rein. Wenn ihr technische Fragen dazu habt, immer gerne. Oh, jetzt gehen hier die Lichter aus, das soll es doch eigentlich gar nicht gewesen sein. Eine App ist modern, zukunftsweisend und ja, einfach nicht mehr wegzudenken. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten, macht's gut, ciao, ciao.